Herzlich willkommen zu 1000 PS TV. Das ist die Präsentation der HR2 Kawasaki H2 zum ersten Mal in Wien. Bei mir die Diplomkaufmann Peter Huber. Herzlich willkommen. Danke. Peter, das ist aber, glaube ich, die H2 aus dem 74er Jahr, oder? Nein, das ist die H2 aus dem 72er Jahr. Und zwar der Ursprung irgendwo der H2-Serie, könnte man jetzt sagen. Natürlich, damals hat man nicht gewusst, was in 50 oder 45 Jahren also auf uns zukommen wird. Und dieses Motorrad war damals ein Highlight und war also eigentlich bahnbrechend als schnellstes Motorrad am Markt und hat gehabt 74 PS, war sehr leicht, 192 Kilo trocken und war also ein Zweitakter, 57 Kubikzentimeter, Dreizylinder. Damals sicher irrsinnig gewaltiges Gerät, aber jetzt wenden wir uns der echten Rakete zu. Jetzt sind wir bei der aktuellen H2. Im Hintergrund dreht sie die H2R, die auf der Intermod ein Medienecho ausgelöst hat. Das war ein Wahnsinn und also ein Zuschauerinteresse. Und die normale, unter Anführungszeichen normale H2 wurde dann in Mailand präsentiert. Und da hat es aber dann durchaus Stimmen gegeben, die gesagt haben, was? Nur 200 PS, weil er das andere 310 hat. Jetzt, warum hat es 200 PS, Peter? Ja, da gibt es ein Gentleman Agreement zwischen den japanischen Herstellern, also in den Verkehr nur Motorräder zu bringen, die maximal 200 PS haben. Und man muss auch eines sagen, natürlich hat die R-Version 310 PS, aber 310 PS auf der Straße würde auch bedeuten, ein Serviceintervall von 18 Stunden Betriebsstunden. Und das ist, glaube ich, nicht unbedingt im Sinne des Konsumenten. Also hier ist auch die Haltbarkeit, die also wichtig ist. Und natürlich ist der Motor sehr stark dimensioniert, also auch wegen dem Supercharger, also wegen dem Kompressor. Und deswegen sind die 200 PS eigentlich ausreichend, auch wenn man fährt. Durch den Kompressor hat sie trotz nur 200 PS eine gigantische Beschleunigung ab 5000 Touren. Peter, jetzt bist du ja einer der Glücklichen, der damit schon gefahren ist, im Gegensatz zu uns. Aber du bist mit dieser H2 tatsächlich schon gefahren. Na, wie ist das? Hört man das Pfeifen vom Kompressor? Ja, wir haben die Möglichkeit gehabt, sozusagen Importeure im September in Spanien mit diesem Motorrad zu fahren auf der Rennstrecke. Das ist ja das, was mich so beeindruckt hat, ist also die Beschleunigung. Die Beschleunigung von niedriger Drehzahl. Und das nimmt kein Ende. Ja, das ist wirklich beeindruckend. Und dann auch, wenn man drauf sitzt, dieses Pfeifen vom Kompressor. Stimmt, der Kompressor erreicht ja Schallgeschwindigkeit, ja, da drinnen. Und das ist eigentlich ein Wahnsinn. Das macht auch dieses Pfeifen aus, was man dann hört, auch wenn das Motorrad vorbeifährt, hörst du dieses Zwitschern. Ja. So ein Zwitschern. Ja. Und das ist der Kompressor. Also das ist nicht extrem laut vom Schalldämpfer, aber dieses Zwitschern, das ist also so ein eigenes Geräusch, was man dann, weiß nicht, bei 240 oder was, wenn man da nochmal Vollgas gibt, ja, was man eigentlich hört, also ist fantastisch. Ja, aber auch, Mad Max lebt. Ja, und genau. Und das Fahrverhalten, ja, das ist also sicherlich ist nicht ganz das leichteste Motorrad, aber das Fahrverhalten ist auch gut. Es ist wie ein Supersportmotorrad, wobei du etwas bequemer drauf sitzt als einfach ein Supersportmotorrad. Das ist so eine Lenkposition, die ist zwischen ZZDR 1400 und ZX10. Aber Fahrverhalten, also ist ganz fantastisch. Das lenkt sie leicht ein und alles. Und also die Fahrhilfen sind ja alle da und auch das Schalten mit dem Quickshifter und den Drive-by-Wire, das funktioniert also super. Ja. Wenn jetzt diese H2, wenn ich tatsächlich zum Zug kommt, dass auch nicht daherkommt, dann ist es aber so, na, da muss ich den Kompressor auf 250 PS Minimum aufzwirbeln. Das nehme ich an, das ist sicher möglich, oder? Das ist nicht so leicht möglich. Der Hersteller hat da eigentlich schon Maßnahmen getroffen, dass wenn du also so ein leistungsstarkes Motorrad wie die 310 PS haben willst, dann musst du auch dieses Motorrad kaufen. Das hat ja auch ganz andere Innereien als diese 200 PS Variante.
Und die muss man auch anders handhaben. Also da geht es nicht, dass man ein Kit kauft und sagt, na, mit dem Kit habe ich dann auch 60 PS mehr. Also das ist also nicht möglich. Wobei Ladedruck und so, das ist uns noch nicht bekannt, wie das geregelt ist. Aber eines ist klar, du kannst nicht von mit der Standard H2, also 200 PS Variante, die aufblasen auf 310 PS, also mit einem Kit, das ist nicht möglich. Nun ist es aber so, Peter, dass mich das wirklich beeindruckt. Es schaut aus wie nichts anderes vorher. Es ist ein wirkliches Statement auch in der Optik. Und dass es jetzt in der Serienvariante 236 Kilo hat, ist natürlich im ersten Schritt auch, dass man sich denkt, na gut, das ist aber relativ schwer. Aber ich glaube, das beruht auch unter anderem deshalb, dass dieser Motor einfach wirklich stark dimensioniert sein muss, weil er die Lager und das Motorgehäuse, na, das muss eine echte Leistung aushalten, weil das ist ja, glaube ich, identisch. Ja, das ist identisch und auch die Innereien, also Kurbelwelle, Pleuel und so, also das ist identisch und darum auch ein bisschen das Gewicht generell, also von diesem Produkt, weil für 310 PS muss man alles ein bisschen stärker dimensionieren. Und bei der Straßenvariante kommt natürlich auch dazu der Schalldämpfer, der jetzt serienmäßig drauf ist, der muss ja auch die Regulative erfüllen. Gibt es allerdings im Zubehör einen Agrapovic-Auspuff, der sehr schön ausschaut und der aus Carbon gefertigt ist. Und dieser Auspuff hier ist ja aus Stahl gefertigt und bei der R-Variante zum Beispiel ist er aus Titan gefertigt. Nicht? Also da ist sicherlich der Gewichtsunterschied schon einmal, ich weiß nicht, 12 Kilo allein durch den Auspuff. Ja. Aber mit der Grapovic wird es wahrscheinlich nur einmal, wird auch sicher um 8 Kilo leichter sein, nehme ich an, ist die Serie. Und jede Schraube, jedes Detail ist neu. Da hast du hier, was ich habe, MotoGP-Getriebe, da hast du Drive-by-Wire, du hast diese ganzen elektronischen Features wie Traktionskontrolle, du hast das ein neues Renn-ABS. Also es ist nichts eigentlich drauf, wo man sagen könnte, du hast diesen Quickshifter drauf, der auch von Kawasaki entwickelt wurde, du hast Brembo-Bremsen. Also alles, jede einzelne Schraube ist neu gekommen. Das muss man sich auch zu Gemüte führen. Da ist nicht irgendwie eine Komponente von einem anderen Motorrad verwendet worden, sondern Einarmschwinge, neu von Kawasaki entwickelt. Das ist ein Traum. Peter, jetzt gibt es die H2R, die technologisch noch ärger irgendwie ins Gemüt fährt als die H2, die auch schon ein Wahnsinn ist. Wie wird sie das im Verkauf ungefähr die Waage halten? Ja, also bei der H2, bei der normalen, also wir rechnen also so einen Preis um die 31.000 Euro, wird sie wahrscheinlich vielleicht 20, 25 Stück für den österreichischen Markt verfügbar sein. Wir wissen nur, es wird sicher auch eine begrenzte Produktion geben und was wir halt im Endeffekt dann kriegen, ist noch nicht klar, aber irgendwo in dieser Richtung haben wir disponiert. Ist ja doch eine höhere Preiskategorie. Bei der H2R, Preis kann ich auch nur circa sagen, wird vielleicht 50.000, 55.000 ohne Nova, weil es ja nur für die Rennstrecke zu gebrauchen ist, betragen. Haben wir jetzt einmal vielleicht eine reserviert in der Produktion. Ja. Okay. Und schauen wir mal, ob es jemanden einen Bedarf gibt in Österreich, dass jemand sagt, nein, das brauche ich, das muss ich haben für die Rennstrecken. Ja, da wird es sicher jemanden geben. Ja, ich hoffe. Ja. Aber es kommt nur eine nach Österreich. Aber jetzt einmal, ja, also es wird eigentlich erst bestellt und vor allem, da sind auch längere Lieferzeiten, weil die H2, die wird Ende Februar erstmal verfügbar sein. Bei der H2 wird das vielleicht 2 Monate später sein. Ja, Peter, ich beneide dich wirklich, dass du schon gefahren bist, aber ich habe natürlich einen großen Hoffnungsschimmer, weil ich habe gehört, bei 2000 PS Grip Partys wird die H2 dort dabei sein. Ja, hätten wir vorgehabt. Und zwar beim ersten Event, das ist glaube ich im April in Brünn. Dort möchte man sich also hinstellen und auch, wenn das Wetter und die Bedingungen also passen, dass man also mit dem Motorrad also ein paar Testrunden drehen kann. Und beim zweiten Event, das ist glaube ich im Sommer am Red Bull Ring, da hätten wir auch vorgehabt, dass sie also da ist. Und natürlich sind also Mitarbeiter von mir also vor Ort Techniker, die also die Betreuung auch machen werden. Aber da ist sicherlich auch dafür auserwählte Kunden die Möglichkeit, also ein paar Runden zu drehen. Großartig, Peter. Große Freude. Danke.